Ja, halli, hallo, liebe Kistenfreunde, ich bin's, der Tenchi, und zusammen mit dem Oldboy. Yeah, spielen wir Fortress Craft, die Evolve. Warum stehen hier Kisten, fragt ihr euch vielleicht, weil das letzte Mal waren ja keine Kisten, jetzt sind da Kisten. Das liegt daran, dass ich persönlich, der Tenchi, hab offscreen noch ein paar Titan- und Nickelerz runtergeholt, hochgeholt. Nicht runtergeholt. Und habe das hier per Hand geschmolzen. Wie man sieht hier, die ganzen Dinger sind auch noch ziemlich voll, weil ich hier echt noch einiges in der Tasche habe. Wie man sieht, hier noch einen Haufen Gold und so ein Nickelerz. Das schmeiße ich hier noch rein. Das werde ich jetzt in der ganzen Zeit noch ein bisschen schmelzen. Und ja, hier haben wir, wenn ich und der Oldbull, wir wollten ja hier mal kurz reingehen bei Projekte. Diesen Rolling Stock wollten wir ja erforschen, in der Hoffnung, dass man da die Quarry rauskriegt. Oh, ich will überlegen, ob das richtig war. Und ich dafür, keine Ahnung mehr. Dafür brauchen wir 25 Ultimate Experimental Pots und 25 XL Experimental Pots. Und um die zu benutzen, brauchen wir, ich weiß jetzt nicht, was von den beiden jetzt Titan ist und was Nickel, aber wir brauchen Titan und Nickel, und zwar 200 Barren pro Stück. Pro Art. Und deswegen habe ich hier einmal Titan. Da haben wir jetzt 200 drinne plus nochmal 167, also das als Reserve quasi, fast nochmal 200 Titan. Und hier drüben haben wir nochmal 200 Nickel, 400 Nickel, also 200 Bahnen brauchen wir ja bloß. Also, ja, genau. Und da, wo der Oldbull draufsteht, da ist Gold drin und hier unter mir ist Lithium drin. Das habe ich deswegen da reingeschmissen, weil ich doch gerne die Solarzellen bald bauen möchte. Und die brauchen Nickel und Lithium. Und deswegen habe ich die schon mal rausgeholt. Lithium haben wir, ich glaube, das ist das gesamte Lithium, was wir haben. Deswegen würde ich dann nicht alles verschwenden, ist logisch. Aber ich würde das Gold einfach mal kurz hier reinmachen, damit wir das... man Übersicht haben, wie viel wir überhaupt haben von dem Gold. Weil gerade, ja, wenn wir dann später was bauen wollen, wäre es, glaube ich, ganz praktisch, einfach zu wissen, wie viel Gold wir haben, damit wir nicht gleich alles wegverschwenden oder so. Ja, ja, vor allem, es ist ja generell alles so ein bisschen unübersichtlich, die Kisten hier. Ja, das ist nicht so schön. Aber auch das Inventar ist super unübersichtlich. So, genau. Und jetzt wollte ich nämlich den Ultbo noch was sagen, was mir in den Kommentaren geschrieben wurde, wo ich den Ultbo ein bisschen überraschen wollte. Etwas, was ich sehr gut finde. Der Entwickler, er sagt, er wird das Spiel ein bisschen schwerer machen. Er möchte, dass die Menschen, die Spieler, eher anfangen, diese ganzen Schmelzensachen und so zu automatisieren. Dass man mit dem Automatisieren schneller anfängt. Denn er sieht viele Videos und Let's Plays, wo die Leute teilweise rumrennen mit Tausender Stacks Erz, die dann irgendwie hier reinschmeißen und dann verbrennen. Und er möchte jetzt nämlich die Stack-Anzahl runtersetzen für Erze und so, für alles, glaube ich, 150 pro Stack. Ja. Das heißt, du kannst da nicht mehr so viele Erze mit dir rumschleppen, dass du einfach da reinschmeißen, sondern musst dich halt ranhalten und dann selbst diese Automatisierung irgendwann mal aufbauen. Finde ich gut. So, finde ich auch sehr gut, aber wir sollten uns halt beeilen. Weil das Update dann bald rauskommen könnte, so. Dass wir die Automatisierung zu Ende führen. Also ich habe sowieso keine so großen Stacks. Das Einzige, wo ich viele habe, das sind halt wirklich so Steine. Naja, aber ich habe ja, das stimmt. Die Steine sind ziemlich klar. Aber ich habe heute zum Beispiel vorhin irgendwie wie 400 Golderz einstecken gehabt noch, weil ich das noch nicht gebrannt hat, aber jedes Mal mit hochgeholt hatte. Und deswegen, ich schmeiße jetzt auch gerade hier alles rein. Und man sieht man ja, wie viel... Naja, du hast ja auch Kohle irgendwie 2000 einstecken. Ja, 1004. Weil ich ja letztens ein bisschen was ausgegeben habe, um unten diese Hopper gleich zu füllen, damit das nicht lange dauert. Ja, und heute werden wir erstmal... Die Forschung wollen wir auf jeden Fall anwerfen. Das heißt, wir brauchen noch so ein Band für Nickel und für Titan. Und wenn man sich das ganze Ding mal von etwas weiter oben anschaut, dann denkt man sich so, sieht ein bisschen asymmetrisch aus. Wenn wir jetzt hier nochmal zwei Bänder hinbauen, sieht das echt kacke aus. Und dann dachte ich mir, wir bauen, weil da drüben noch eins hin, dann hätten wir zwei nach da, eins in der Mitte, zwei nach da. Und das würde dann irgendwie symmetrischer aussehen. Und dann, wenn wir noch mehr brauchen später, müssen wir sie halt hier hinten mit hinbauen. Beziehungsweise eins schon mal hier. Sowieso schon, ja. Ja, genau. Und heute noch eins hier in der Mitte vielleicht. Ja. Nur das Zeug da hinzukriegen wird noch interessant. Aber erstmal, wir werden es erstmal per Hand befüllen heute. Ansonsten müssen wir dann, ja, unterirdisch tiefer als die Laser-Ebene oder so. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so das Problem werden, denke ich mal. Ja. Gut, mit was fangen wir an? Ja, damit, ne? Ja, wir müssen ja erstmal ausheben hier, ne? Genau, wenn wir das hier machen wollen, müssen wir eigentlich hier
ungefähr auf der Höhe, würde ich sagen. Komm, mache ich einfach hier. Hier ungefähr ist dann das. So. Dass wir dann hier von mir aus wieder hochgehen. Und dann habe ich bis hier hingesagt, also könnte man theoretisch. Ich weiß nicht, wie tief so eine Treppe ist, dass man hier. Bis dahin ungefähr. Erstmal ausheben und dann müssen wir eine Treppe runterführen. Okay, jetzt haben wir's. So. Das Abbauen könnte auch mit Shift so geil sein, ne? Also Shift und dann abbauen. Ja. Wäre schon geht, geil. Geht schneller, auf jeden Fall. Oh. Nee, ich meine dieses, wie man das baut, wie man baut so, weißt du ja, so? Ja, ich weiß schon, mit der Menge, aber da, du hast ja dann kein End- und keinen Anfangspunkt. Ja, das stimmt. Oh. Oh, aber ich fall immer wieder hier rein. Aber zum Beispiel die Shift-Taste zu drücken. Wieso ist das eigentlich hier? Nee, das war die Laser. Da haben wir Laser durchgeführt gehabt. Wir müssen ganz schön tief runter, ne? Wir müssen ganz schön tief runter, um auch den Strom anzuschließen später. Erstmal machen wir das obere aufbauen. Ja, was übrigens nur bis hier hingeht, weil ich habe schon wieder zu tief gegraben. Das ist die Ebene, wo wir hin müssen. So. Okay. Ich muss mich aufpassen, dass ich jetzt nicht da hinten was abbaue, zufällig. Wenn man so leicht nach unten guckt, wenn man ja gerade steht, guckt man ja leicht nach unten. So. Okay. Da gehe ich mal hier rüber. So, dann kann man hier das dann aufbauen. Und dann ist die Frage, genau. Wir müssen halt gucken, wo man dann runter geht nochmal wieder richtig, also nach, ganz nach unten. Wir müssten ja auch hier unten weiter ausbauen, weil wir müssen ja den Strom dann auch wirklich dahin kriegen. So. Wie kommt man jetzt dann wieder runter? Wo wollen wir runterlaufen dann? Ich mache mal ganz kurz hier eine Markierung. Also hier sind dann die Fließbänder. Drei dazwischen frei, dann haben wir hier die Fließbänder. So. Wenn wir jetzt hier anfangen, eine Treppe zu bauen, dann ist das doch eigentlich ganz okay. Vielleicht hier so. Sondern eine Treppe. Genau. Dass man dann hier so langlaufen kann. Wobei, hier müssen wir, glaube ich, noch ein Stück. Hier würde ich noch ein bisschen was wegmachen. Ja, noch ein bisschen rein, damit das dann halt abschließt miteinander da. Ungefähr so vielleicht. Huch. Ja, genau. Geh ruhig, ja, genau. Bis ran und dann können wir die kleine Treppe ransetzen. Irgendwie. Ja, so. Stimmt, wenn wir hier direkt nämlich so abbauen, so. Dann brauchen wir ja keine richtige Treppe. So, hier mal zumachen. Können wir das ja irgendwie hier so wieder zumachen, so. Hätten wir hier eine Treppe. Reicht ja schon. Ja, wenn wir jetzt dann hier die Fließbänder setzen, mal gucken, ob ich noch, ich habe keine ein. Doch, ich habe noch 19. Ich weiß gar nicht, wie wir die anderen dann herkriegen, das wird echt ein bisschen lustig. Naja, momentan, Ach, du hast es zugemacht hier? Für die heutige, nee, das war glaube ich schon immer zu, okay. Für die heutige Sache wollen wir eh erstmal Dings machen. Für die jetzige Forschung wollen wir sowieso erstmal per Hand füllen. Ja, ja. Weil wir auch gar nichts anderes haben. Geht glaube ich gar nicht anders. So. Okay, dann brauchen wir ja wieder eine ganze Ladung Platten und so ein Scheiß, ne? Ja, da müssen wir jetzt wieder gucken, wie wir das hinkriegen. Ich guck mal, was hier noch drin ist, weil in unserer Ramschkiste hier, da haben wir bestimmt noch irgendwelche. Ne, haben wir nicht. Der haben wir nicht gemacht. In der Ramschkiste haben wir auf jeden Fall noch 44 Kupferplatten. Okay. Huch. Und Eisenplatten und 2 Zinnplatten und 5 ja. Nickelplatten. Ich nehme lieber alle raus, so. Jo, mach. Dann nehme ich mal ein Steck Eisen. Ein Steck Zinn. Kupfer. So. Ich glaube, mehr brauchen wir für das Ganze auch gar nicht. Und dann baue ich erstmal die Gerätschaften. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch, ich muss mal kurz gucken, ob ich noch in diese andere Kiste, die ich da mal verwende, also die, wir haben ja diese große Kiste da verwendet für ja, andere Sachen, für Lagerung, ob wir da vielleicht noch Mini-Hop oder sowas drin haben. Ich glaube, ich habe die da reingeschmissen. So, jetzt kann ich nichts mehr bauen. So, mal gucken, was haben wir denn alles da drinne? Ja, Logistik-Hopper bräuchte man, glaube ich, zwei Logistik-Hopper. Perfekt, habe ich die schon mal. Aber ich habe ja keine Mini-Hopper drin, weil wir bräuchten, zwei Mini-Hopper pro Band. Pro Anlage, haben wir ja gebaut. So, hier erstmal raus und hier geht's dann später rein. So,
Und der hier ist am... ich collecte nochmal die 5 RPs. In der Zwischenzeit, wo wir bauen, kann er locker nochmal was durchforschen. Kupferweiher brauchen wir noch. So. Ich baue nochmal ein paar... ach ja, übrigens, was ich auch wieder gesehen habe, Leute. Es gab anscheinend schon wieder ein Update oder so. Ich krieg das überhaupt nicht mit, wann es die gibt. Weil die Rezepte, die Power Storage MK2, gibt es jetzt ein Rezept dafür. Ein bisschen kaputt. Oh ja, das haben wir zufällig rausgefunden. Was interessant ist, weil hier, wir konnten die Dinge ja schon bauen und jetzt muss man sie noch extra... ich habe mich gewundert, warum 26 Rezepte, aber ja, ich researche das mal wieder. Keine Ahnung, ob es noch andere Sachen gibt, die wir vielleicht schon längst hatten. Ich glaube nicht. Crystal Clockmeter wollten wir ja auch mal machen. Ich forsche das schon mal. Diese Kristalluhren. Ja. So, was ich bauen wollte, waren eigentlich billige Fließbänder. Die kosten ja... oh, die kosten nichts, wenn man natürlich was, wenn man was einstecken hat. Aber das mit den Stacks finde ich sehr interessant. Aber warum, ja, 100, super. Aber warum 150, wenn in den Kisten eh nur 100 reinpassen? Ja, ich hätte das da, glaube ich, auch so gemacht. Naja, also vielleicht erhöht mit, er... mit 100. Vielleicht macht er ja 100 und erhöht dann... oder... ja, entweder macht er 100 oder er macht in den Kisten dann nachher 150 auch. Weil 150 ist auch so eine komische Zahl irgendwie. Ja. So. Okay, ich habe die Sachen jetzt schon mal. Jetzt brauche ich noch einen... nee, da habe ich noch. Turntables habe ich noch. Nee, dann haben wir alles. Ach nee, die große Assembly. Der Assembler fehlt noch. Genau, ich mache noch... ja, ich hole mir noch Tinbahn und so. Ich werde nochmal die... hast du Hopper oder sowas? Hast du sowas gebaut? Nee, okay, nicht. Das ist gut, weil ich die nämlich gerade bauen will. So, also brauche ich noch 2 Logistikhopper. 1, 2. Hast du jetzt für 2 Maschinen, also 2 Anlagen? Nee, für einen. Okay, brauchen aber 2. Ja, ja, ich habe erstmal nur für eine gebaut. Der Rest ist da gerade noch am Durchdrehen. Okay. Gut. Wir brauchen noch... haben wir noch PCBs irgendwo rumliegen? Ja, ne? Ich guck mal ganz kurz hier rein. Kupfer brauchen wir. Primary und Hardened. Ich weiß nicht, was jetzt was ist. Nee, die Basics brauchen wir. So. So, das Band ist schon mal fertig hier. Da kommt ein Logistikhopper erstmal rein. Habe ich noch so ein ich habe noch ein Turntable. Perfekt, du Mundo. Achso, ich habe auch gerade gebaut. Ja, und ich hatte halt noch einen einstecken. Die okay, kann man ja immer mal gebrauchen. Hab ich noch, hab ich noch. So, dann gucke ich mal, ob wir Eisen haben. Ich glaube, da habe ich auch ab und zu was rausgeholt. Ja. Dann mache ich mal Storage Hopper noch. Zwei Stück, weil wir brauchen ja mindestens, weil wir erstmal per Hand reintun. Habe ich den auch schon mal hier hin. So. Ja, dann passt dann das da rein. Baue ich direkt nochmal für 2. So, 2 Research Assembler. Okay. Ein davon. Huch. Den Platten. So. Ja. Gut. Okay. Einmal so. Das. Brauchen wir noch ein Copper Coil. Bockgold. Und ein Wire. Jo. Ach nee, jetzt habe ich den da reingesucht. Das soll ja gar nicht cool. Okay. So. Mal kurz. Da. Eins. Da. Eins. Okay. So, da ist die Maschine. Ne? Die Maschine kam ja direkt dran. Nein, kam sie nicht. So, Maschine. Maschine. Und Maschine. So, Kommando-Coil. Keule. Ach, die Musik ist so schön. Ah, bei mir ist sie gerade nicht an. Kommt bestimmt auch noch bei dir, Old Bull. Keine Angst, die Musik kommt schon irgendwann. Die war schon 1, 2, okay. So, ich habe jetzt alles, glaube ich. Ja, ich habe ja auch fast alles aufgebaut. 1, 2, ja. Ich habe auch alles aufgebaut. Ich finde das schön, dass man so rüber gucken kann. Und dann glaubt man sich einfach die Maschine, muss man sie nicht mehr aussuchen. Finde ich immer gut. Finde ich gut. Gut übernommen, wollte ich schon sagen. Ja, irgendwo gab es ja, das doch. Bei Minecraft genau. Genau. Wobei ich es bei Minecraft echt so eigentlich nie verwendet habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich hab mich so an das Menü gewöhnt gehabt, dass es einfach geht. So, das andere ist hier drüben dann. Ich habe schon hingebaut. Ah, was fehlt, ist der Storage Hopper. Und der Tyler fehlt auch noch. Den habe ich.
So, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich mal hin und her laufen. Ja. Das ist nun mal das Erste. Zack. Lauf, Ulpe, lauf! Ja, ich glaube, das halt immer da. So. Ja, kannst du, genau. Du schaffst das, Old Bull. Ich hol schon mal Barren. Hol mal Barren. Zack. Nein, ich will nur hoffen, dass du das auch richtig ausgerechnet hast. Ja, guck mal, 25 mal 8. 20 mal 8 sind 160, ja, dann mal 15 mal 40. Also, das. Nee, warte mal, wenn das 40 sind. Das sind das 220 Bahnen, oder? I don't know. Ich bin ein bisschen. Hier fehlt bei dem Soul-Chopper fehlt noch ein Ding zwischen. Was? Ein Turntable. Kabel. Hä? Also ein Conveyor Belt meine ich. Weil sonst ist der Turntable direkt am Hopper und das wollen wir ja nicht. Ach so, ja, da habe ich jetzt nicht gerechnet, habe ich nicht drauf geachtet. Gebe ich ehrlich zu. Ja. Also ich nehme jetzt trotzdem 200 Nickel mal raus. Habe ich wirklich richtig gerechnet? Bin ich dumm? Läuft alles. Also müssen wir nur noch den Strom von unten dann irgendwie anschließen. Na eben, das ist wirklich falsch. Hat sich falsch gerechnet, oder? Wenn das 8 Stück ist, 8 mal 10 sind 80, mal 2 sind 160. Und dann nochmal 5. Die Hälfte von 80... die Hälfte von 80 sind ja 40, also brauchen wir 220 Barren. Ne, warte mal. Es waren noch 8, oder waren das... Warte mal. 6 plus 2, ja, sind 8. Das sind 220 Barren, aber ich habe ja genug Barren gemacht. So, dann... schmeiße ich hier einfach mal Nickel rein oder so. Oh. Achso, mich erstmal unten reintun wieder. Hier würde ich eher das Titan machen. Ich werde hier das Titan Seite reinmachen. Das Nickel... Ja, das war auch mein Plan. Ja, natürlich, selbstverständlich. Hä, wieso? Hä, was hat denn jetzt reingestort? Hä? Achso, der hat erst die 70 reingemacht, so jetzt aber. So. Jetzt habe ich hier schon mal 100 drin, oder? Nee, eigentlich mehr als 100. Die Musik ist schon wieder zu Ende. So, jetzt den Hopper hast du nicht hingesetzt wieder. Ja, ich weiß. Ich wollte mir den klauen hier, aber wir haben ja gar keine Soul-Chopper mehr. Ich habe extra die zwei gebaut, ja. So, hier wird schön gearbeitet. Fleißig. Doch nicht? Wie will das denn arbeiten? Das hat doch noch gar keinen Strom. Also dem war der direkt dran gesessen. Ah, den Strom müssen wir auch noch machen. Fuck. Ja, stimmt. Du hast ihn, ja. Ja, ich habe auch das ganze Titan wieder bekommen. Nee, der hat hier aber eigentlich schon... Der hatte aber einen Titan ist hier reingegangen eigentlich. Ja, hier ist schon einer drinne. Ich gebe das wieder her. Nee, doch nicht. Scheiße, hätte ich da drin lassen sollen. Jetzt habe ich das im Inventar und kann das nie wieder woanders brauchen. Egal, so, ich mache mal kurz Titan hier rein. 100 Stücki. So, und hier drüben mache ich mal diese eine Platte wieder rein, die ich mir rausgeholt habe, ich Idiot. Weil ich halt ein bisschen dumm, das im Inventar zu haben, weil ich es eh nicht brauchen kann. Ja, geht los. So, aber wir haben echt keinen Strom, das ist ja gar nicht bedacht. Stimmt ja, die Dinger brauchen ja noch massig Strom. Richtig. Aber das hier geht schon alles, das ist gut. Hier läuft schon. Muss nur noch Strom an. Ich habe unten drunter schon mal den Block weggemacht, dass wir sehen, wo der Strom geht. Boah, fleißig. Jetzt, ja, wir haben keinen Weg mehr nach unten. Ach ja. Da müssen wir hier, glaube ich, mal was zum Runtergehen machen. Ja, hier geht's auch. Ja, oder so. Boah, sieht ja schön aus hier unten, so gemütlich. Durch die ganzen Lampen, die durch die Decke scheinen. Generators, jetzt brauchen wir erstmal eine Ladung Generators. Ja, und Platz. 4 Stück, oh Gott, nee, 8 Stück. 8 Generators. Ja. 4 Storage Hopper. Okay, ich baue das mal, du kannst ja Platz machen. Ja, ich bin dabei. Zum Glück hast du ja schon mal diesen krassen Graben gebaut. Obwohl, nee, der bringt uns ja gar nichts. Was für ein Graben? Na hier, wo du gesammelt, Stein gesammelt hast, aber das bringt uns ja gerade noch gar nichts. Nee, der ist noch weiter unten, das brauchen wir... So. Gar nicht. Du hast zwar, warte mal, das Loch, ah ne, hier ist ja das Loch. Stimmt, wir müssen ja gar nicht so weit hinter. Wir müssen gar nicht so weit hinter. Okay. So. Baue ich hier mal einen Weg... Ach, wo ist die schöne Musik? Sie fehlt mir jetzt schon. Jetzt fällt Kupfer. So. Wie viel Platz brauchen wir denn hier überhaupt?
Wir müssen direkt runter. M-Machine anschließen. Direkt unter mich. Okay, oh. 8 Stück haben wir. Wir Okay, okay. Hast du noch blaue Laser? Das ist eine gute Frage. Ich mache. Nein, shit. Das kostet nämlich auch nochmal 2 Laser. Das sind ja, 60 ja Nickel und Titan. Hatten wir nicht welche übrig? Wie kann das sein? Achso, die haben wir ja verbaut nach unten. Ja, haben wir. Ja, stimmt. Ich meine, notfalls können wir einen Laser abbauen und wieder einen kleinen machen. Naja, wir bauen das jetzt erstmal da zusammen. So, das wird erstmal wieder eine Nuss jetzt hier, eine harte Nuss. Ja, eine harte nicht, aber wir müssen halt auch die Verteilung hier nochmal umbauen. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, echt noch ein bisschen mehr Platz. Aber du hast ja genug Titan und Nickel geholt, ne? Theoretisch würde es ja reichen. Oder hat man dann irgendwas Wichtiges anderes vor? Geplant ist nichts gewesen. Okay. Ich habe jetzt 200 Sachen einstecken, also man darf es nicht alles verwenden. Wir brauchen 220, sage ich ein bisschen. Ich brauch nur 60 jeweils. Ja, das dürfte eigentlich da sein. So, es dürfte im Budget sein, Old Bull. Ist im Budget. Okay, dann würde ich hier erstmal weiter ausbauen müssen. Okay, haben wir. So, lass mal hier erstmal das weiter nach da verlegen. Okay. Jetzt bin ich gerade nicht. Wir müssen überlegen. Also, wenn das die Maschine ist, dann brauchen wir 1, 2, 3 Platz. 1, 2, 3. Dann kommt hier der Turntable rein. Du müsstest ja noch ein Turntable haben, ne? Ich habe 5 Stück oder so. Ich habe 4 Storage Hopper, ich habe 2 Lasers. 1, 2, und 3. Die 8 Generators. 1, 2, 3, 4, okay. Da wo, ja. hier, wo das Loch ist, müsste eins rein. Da? Da müsste der Turntable rein. Nee, da oben? Ja, da ist der Ding, der Generator. Ich meine nur hier, der Turntable muss hier rein. Ja? Genau. Weil wir müssen die Kohle ja etwas weiter vorne jetzt abzwacken. Okay, ich habe nur gerade nicht im Visier. So. So. Dann geht das ist dann die Kohle für das Research-Dings. Dann müssen wir hier leider sowas Hässliches dran basteln. So. Jetzt können wir auch, glaube ich, unten drunter basteln. Nee, dann müssen wir ja noch eine Stufe tiefer gehen. So. Dann wäre das schon mal da. Dann müssen wir eins nach rechts machen. Damit die anderen befeuert werden. So. Ja. Es geht dann hier hin. Ja, mein Turn. Nee. Ach, ich hätte auch die Turntable abbauen können, ich Idiot. Ja, hätte ich wollte gerade sagen, den brauchen wir ja hier eigentlich nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ne. Oder? Doch. Der hier muss ja versorgt werden. Ja, wir müssen es so bauen wie bei den anderen. Wie bei dem hier. Wie bei dem einfach nur. Das ja, heißt, die Kohle kommt nicht mehr. Die kommt nicht mehr von hier vorne. Sondern. Das hier kann, glaube ich, komplett weg. Jetzt macht er den Turntable weg. Ja, der muss ja weg. Brauchen wir ja nicht. Ja, ich wollte gerade klauen. Ach so. Entschuldigung. 2, 3. Wird alle geklaut. 1, 2, 3, dahin. So, der Turntable, genau dort. Und dann der andere, der war dann hier. Der kann ja weg. So. Und da müssen jetzt noch ein paar von denen hier rein. Flup. Flup, flup. Und dann hier so rein, ne? So haben wir es doch gebaut. Oh, schön. Genau. Jetzt, das Funktion-Nuggles. Ja. Und diese ganze Einrichtung bräuchten wir jetzt nochmal weiter vorne. Und zwar hier. Hier kommt der Generator dann hin. Sollte vom Platz her funktionuckeln. Ich kann mich natürlich auch geirrt haben und falsch gebaut haben, aber das werden wir gleich sehen. Wenn, okay. Wie das sagen, Generator, hast du alles gebaut? Ja, ne? Ich habe alles gebaut. Achso, den Laser. Ja, stimmt. Den müssen wir nach oben schießen. Schön. Wunderschön. Cool, ne? Als Torwartjob hast du die auch gebaut? Hab ich. Ach, das hat er alles. Alles hat er. Hab ich. Scheiße, ey. So, ich hab nur ein Turntable. Ich hab. Weil theoretisch müsste man jetzt hier bauen, ne? So. That's correct. Dann rein da. Ach, die andere hast du ja auch schon. Oh, du bist so gut. Ich wollte alles. So, und dann läuft der nächste. Aber wie machen wir jetzt den Strom da hinten bei den anderen? Na gut, wir könnten jetzt hier hinten einfach um die Ecke fahren und jetzt hier einfach
hier geradeaus weitergehen. Warte mal, das ist der hier. Der müsste nämlich ziemlich genau hier oben sein. Da müsste ein Loch in der Decke sein. Das sollte man sehen. Hast du eine Decke? Ach so, hast du ein Loch gemacht. Ich wollte gerade hochgehen, Loch machen. Ja. Ja. Genau, müssen wir auch noch mal ein bisschen abgrasen. Aber mein Monitor blinkt gerade. Ach, warum blinkt der denn? Der nervt voll mit Blinken. Ich habe nämlich Leute, jetzt wo ich mit Windows 10 bin, fliege ich nicht mehr raus, wenn ich meinen Countdown so einstelle, dass der blinkt, wenn er... Lass dir mal den Stein. Hm, welchen? Ganz kurz, so. Ach so, nee, ich würde... Ja, okay. So, jetzt... Ah, da gut, dann könnte man jetzt... Dann könnte man auch von hier die Kohle nehmen, oder? Ich dachte ja, da hinten abzwacken, aber müssen wir hier machen. Stimmt, da läuft ja, der läuft ja eh nicht so krass hier, ne? Ach so, nee, ja, wir können hier abzwacken, wir können hier vorne abzwacken, ist eigentlich egal, wo man abzwackt, ne? Ja, wollte gerade sagen. Obwohl, hier haben wir doch schon, wir haben doch was abgezwackt, hier ist doch schon eine Turntable drin. Man könnte theoretisch hier einfach... Ach so, wir können es einfach hier anlegen. So, müsste ja eigentlich funktionieren, so, warte. Nee, warte, ich hab hier oben schon, da müssen wir keinen Turntable mehr verwenden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der auch dahin leitet. Das müssen wir jetzt spiegelverkehrt aufbauen. Also einmal da. Einmal da. Warte mal kurz gucken, ob wir nicht zu nah dran sind. Ach, spiegelverkehrt. Okay, das heißt, ich muss noch weiter vor eigentlich. Und dann sind die Bahn ist dann hier, ne? Tashi, du musst auch berechnen, wenn wir das jetzt hier abzwacken. Ja. Ne, wir müssen das theoretisch da vorne abzwacken. Ist doch egal, wo wir es abzwacken. Da müssen wir später nochmal wieder umbauen, ne? Hm, wieso? Naja, wenn jetzt hier dann noch welche dazukommen. Ach, in die überall. Richtung, stimmt. Hier, wenn, ja. Stimmt, weil hier wäre ja eigentlich hier. Ja, stimmt. Ja. Dann mache ich es hier einfach. Okay, kein Ding. Ich baue gerade schon das Zeugs hier leer. Ja, dann hast recht. Das heißt aber, wir brauchen dann hier nochmal ein Turntable. So. Dann müssen wir, hier ist der, so. Dann kommt hier jetzt das Band. Okay, Turntable ist da. So, in die Richtung. Mal kurz hier gerade. So. Das bauen wir jetzt noch zu Ende. Da wird die Folge jetzt ein paar Minütchen mehr, aber ja, wir überziehen doch so selten. Da kann man das ruhig mal machen. das ist richtig. So. Okay, hier aber neuen Rekord gibt es nicht, das kann man schon mal versprechen. Dann könnte ich hier aber auch gleich, wenn wir schon mal dabei sind, dann hier auch gleich hochgehen. Wie war das mit dem Hochgehen? Das war so hier. Ach ja, das müssen wir so komisch machen. Bäh, ekelhaft. Aber wir müssen ja ein Stück höher. Sieht kacke aus, aber passt schon. So, dann kommt die Kohle. Echt ein höher? Haben wir das jetzt höher gebaut? Ja, weil ich das andere in den Boden rein, weil wir ja tiefer wollten. Ja, verstehe. Das heißt, der kommt weg und da kommt... Oh, ich habe kein Turntable mehr. Ach, kacke, ey. Ich habe keine Turntables mehr. Nee, hat er nicht mehr. Wunderschön. Unsere Höhle. Unsere kleine, gemütliche Höhle. So müssen wir einen besseren Weg machen, dass wir dann wieder hier runterkommen. Mach mal hier oben noch was weg. Prinzipiell brauche ich jetzt nur noch meine zwei... Na, hier brauchen wir eigentlich noch kein Turntable. Da können wir das erstmal so machen. Also ein Turntable fehlt. Ein ganzen Turntable. Ganzen. Ja, hol mal ein Turntable, du. Okay, während Ulbo den Turntable holt, machen wir noch das hier weg. Wir müssen echt mal gucken, wie wir das denn umbauen. Ah, Turntable, zack, zack. Nee, einen kann ich nur. Ah, reicht aber. Eine riesige Decke haben wir reingezogen. Aber wenn wir das schon machen, dann gleich richtig hier. Dann wird es auch gleich die richtige Höhe haben. Finde ich auch. Ist auch wichtig. Hier können wir vielleicht wirklich noch ein Dings reinbauen. Ein Fahrstuhl dann. Da. So einen kleinen Lift. Kosten ja nichts mehr. Da läuft die Schose hier. Manchmal so. Auch da oben, so. Machen wir da eine Decke. Und da wäre auch nicht schlecht, eine Decke zu haben.
Warum sind wir denn eigentlich nach unten gegangen? Nur wegen dem hier, ne? Na, weil wir Platz wollten für Strom und weil wir das dann gut finden, wenn man so viel Platz hat nach oben, für den Fall, dass man mehrere Laser schießen muss. Ich meine hier, die in den Boden versenkt, weil hier, das ist irgendwie total sinnlos. Weil wir das unterirdisch hier weiterleiten wollten, hier unten. Weil hier nur wegen dem einen Ding, das nach unten weitergeht. Hm. Ich könnte es auch hier hinten runterleiten lassen, das wäre auch kein Ding. Dann können wir das hier auch oberirdisch machen. Dieses eine Band. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Also zumindest hier die zwei Sachen würden besser aussehen. Ja, genau. Bauen wir mal hier hinten um. Theoretisch sollte nämlich dieser Ich habe ja auch zwei Verteiler drin, sehe ich gerade. Na, warte mal, dann wird das mit den Verteilen schwieriger. Nee, doch, ich krieg das hin. Da können wir ja sogar einen Verteiler uns sparen. Nee, das. Ach so, ja, gut. Weil dann machen wir es einfach so. Nach unten muss es. So, und dann geht's nach unten. Und wir haben uns einen Verteiler sogar gespart, unten. Also ein Turntable. Könnte da theoretisch aber auch... Warte mal, ich habe eine total strange Idee, Tenchi. Aber... Ich weiß, es ist vielleicht nicht so dein Style, das aber... sieht voll scheiße aus, Oldboy! Du hast es weggemacht! Ja, was denn? Ja, ich möchte gern... Was ist das denn? So, den dahin machen. Wie, das ist nicht mein Style. Willst du mich verarschen? Sieht ja voll geil aus. Ist aber voll die gute Idee, ich Idiot. Wieso habe ich das nicht gemacht? Das hätte man auch woanders machen können, aber ich habe da nie dran gedacht. Ja, ne? So, den Verteiler auch nochmal weg. Das auch weg. Machen wir hier zu. So. Und dann bauen wir das nochmal neu in die richtige Höhe. So. Da eine Turntable. Ne, ich finde ich gut, Old Bull, das mit der schrägen. Ich hätte doch eher drauf kommen können. So, jetzt sollte es wieder alles gehen. Ich werde hier mal Kohle reinschmeißen, weil ich habe ja noch Haufen Kohle übrig. Dann sind die auch instant voll. Das ist schön. Weil hier kommt doch kaum Kohle an, ne? Guck mal, wie wenig hier ankommt. Wir haben ja die ganze Zeit erstmal dran gebaut, da kommt ja erstmal noch nichts. Ja, aber man muss, ich meine nur, wir haben jetzt so viel Kohleverbrauche hier angeschlossen. Ja. Dass. Ey, guck mal, die sind sogar leer. Ach nee, die sind nicht leer. Die haben ja alles. Das ist ja auch nicht. Hier ist alles ordentlich. Nö, ich denke, das passt schon. Also hier vorne, die sind noch leer. Okay, das Band haben wir gerade abgerissen, deswegen ist es auch leer. Genau. Historia. 25 Kohle ist bloß hier drin gewesen bei dem einen. Na, mal gucken. Werden wir ja dann sehen in naher Zukunft. So. Das heißt, wir können die Forschung anwerfen. Voraussetzt, wir kommen hier wieder hoch. Wir kommen hier jemals wieder raus. Ich glaube, hier könnte man noch hochlaufen. Ja, das funktioniert ganz gut. Naja. Und dann kannst du nämlich hier direkt mit dem Fahrstuhl hochfahren. du mit deinem Fahrstuhl. Der ist cool. Ich will überlegen, ob man sich hier irgendwo einen hinbaut, dass wir dann direkt runterfahren können bis ganz nach unten. Bis ganz nach unten. So. Wurde hier schon mal was gebaut jetzt? Ist schon was am Bauen? Der ist am Bauen hier. Er braucht bloß noch 3 Sekunden, dann ist er fertig mit dem ersten. Ach, hier liegen sogar schon welche auf dem Band. Oh, wie nice, wie schön. Und das sind die XXL-Dinger. Und hier drüben müssten das dann die anderen sein. Hier wird aber noch nichts gebaut, oder? Doch, Ultimate-Pod steht hier auf der... Ja, dann macht er schon. Ja, 4 Sekunden noch. Wir haben es auch gerade erst angeschlossen. Gerade erst Kohle per Hand reingetan. Jetzt hat er Strom. Aber der ist deutsch, ist er auch schon voll. Der hat so, auch schon welche drin. Dann switchen wir den Mode. Und Rolling Stock. Das war das, was wir machen wollen. Ja, yeah, die Rolling Stocks. Starting! Dude. Oh, mal wie schnell das geht. Sehr schön. Das rattert jetzt schön durch. Und wenn wir das haben, haben wir hoffentlich den Query oder wie der heißt. Und ja, als nächstes werden wir uns darum kümmern. Also ich würde mir nachher noch erstmal die Kohlevorrat noch anschauen, aber. Als nächstes wollten wir uns mal den Massenstorage genau anschauen, wie wir den machen und wie wir das dann mit dem Eisen und mit den ganzen Barren verbinden. Juhu, in der nächsten Folge endlich mal. Gut. Weil da hinten bei den ganzen Barren, da muss mehr gestorged werden. Also da muss mehr. Ja, massenhaft gespeichert. Und wir müssen dann hier noch den Platz machen, weil wir dann Nickel und Titan noch hier machen wollen. Juhu. Boah, das wird noch ordentlich was werden, aber wir kriegen das hin, bevor das Update rauskommt. Genau. Alter, wie geil das jetzt hier aussieht. So ein richtig schön großes, richtig große Industrieanlage. Cool. So muss das sein. Aber so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, und dass das ist dann im Endeffekt so aussehen
tut soll. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis denn. Tschüss.